Ja, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir stehen mitten in großen Herausforderungen. Wir müssen das Klima schützen, die Digitalisierung gestalten, Wohlstand und Zusammenhalt bewahren und all das gleichzeitig. In Zeiten, in denen die Einnahmen nicht mehr so üppig steigen wie bisher, in Zeiten, in denen der Brexit und internationale Handelskonflikte unsere Konjunktur zu bremsen drohen. Und die Bundesregierung setzt mit diesem Haushalt die richtigen Prioritäten. Wir investieren in Bildung und Forschung. Wir investieren in die Menschen in unserem Land. Eine gute Aus- und Weiterbildung, exzellente Forschung und eine hohe Innovationskraft bleiben entscheidend für unser Land. Sie bleiben entscheidend für ein gutes Leben jedes Einzelnen, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und deswegen investieren wir auch in dem kommenden Jahr mehr als 18 Milliarden Euro in Bildung und Forschung. Hinzu kommen die Milliarden für den digitalen Wandel an unseren Schulen. An dieser Stelle möchte ich auch die steuerliche Forschungsförderung erwähnen. Mit ihr stärken wir die Innovationskraft der Unternehmen und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft. Und damit sind wir gut aufgestellt, um den Wandel in unserer Arbeitswelt und den Weg hin zu einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft tatkräftig unterstützen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich als Bildungsministerin sagen, ich bin sehr froh, dass unsere jungen Menschen sich wieder politisch engagieren. Sie engagieren sich für ein Menschheitsthema, und es freut mich besonders, denn Schöpfung zu bewahren und den natürlichen Lebensraum zu erhalten, dem Klimawandel entgegenzutreten, das sind Kernthemen meines Hauses. Aus Deutschland heraus, von der Bundeskanzlerin initiiert, treiben wir die Forschung seit Jahren entscheidend voran. Ohne die Unterstützung der deutschen Klimaforschung hätte es den Prozess für das Weltklimaabkommen von Paris in dieser Form nicht gegeben. In der nächsten Woche fahre ich nach Tromsø, nach Norwegen. Von dort wird unser deutsches Forschungsschiff Polarstern zu einer internationalen Arktisexpedition aufbrechen. Auf diese größte Arktisexpedition aller Zeiten haben wir seit Jahren hingearbeitet. Die Arktis ist die Klimaküche der Welt. Dürre, Stürme und Starkregen, auch hier in Deutschland, werden wesentlich von dort mit beeinflusst. Es ist die Arktis, die uns einen tiefen Blick hinein in die Zukunft unseres Klimas und des Wetters erlaubt. Wir wissen heute schon viel, um heute zu handeln. Wir möchten aber auch, dass wir morgen genug wissen, um morgen zu handeln. Wir sind uns unserer Verantwortung für unsere Erde bewusst, und sie ist und bleibt unsere Lebensgrundlage. Und deshalb treiben wir die technologischen Innovationen zum Schutz unseres Klimas voran. Wir denken Ökologie, Wirtschaft, Soziales und Technologie zusammen. Wir sind diejenigen, die in einem gereiften, demokratischen, rechtsstaatlichen System leben. Und deshalb haben wir die Kraft. Wir können deshalb das Klima-Innovationsland Deutschland bauen. Denn Klimaschutz ist auch Technologiepolitik, ist auch Innovationspolitik. Umwelttechnik, made in Germany, ist schon heute ein Exportschlager. Und Klima-Innovationen made in Germany sollen auch zukünftig unser Markenzeichen sein. Wir setzen auf die CO2-Reduktion in industriellen Prozessen und auf speicherbare grüne Energieträger. Nehmen wir das Projekt Carbon to Chem. Dort wird Hüttengas in chemische Grundstoffe umgewandelt. Carbon to Chem kann den CO2-Ausstoß eines Stahlstandortes um bis zu 70% verringern. Wir wollen die Industrie in Deutschland halten. Wir unterstützen die Industrie, CO2-frei zu werden. Bei den Energieträgern setzen wir auf speicherbaren grünen Wasserstoff. Denn grüner Wasserstoff wird zentraler Energieträger der Zukunft. Und wir wollen die Voraussetzungen schaffen für eine wasserstoffbasierte Wirtschaft. Und dafür müssen wir noch einige Fragen beantworten. Wie können wir grünen Wasserstoff wirtschaftlich in großen Mengen erzeugen? Wie können wir ihn speichern? Wie können wir ihn transportieren?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere zweite Herausforderung, unsere zweite Herkulesaufgabe ist der digitale Wandel. Digitale Technologien ermöglichen uns, Zukunft zu gestalten. Denn Digitalisierung gut gemacht ermöglicht bessere Bildung, bessere Gesundheit, bessere Mobilität, bessere Energie. Und für diesen digitalen Wandel wollen wir uns technologisch rüsten. Unser Ziel ist es, Deutschland zum führenden Standort für KI in der Welt zu machen. Wir bauen aktuell dafür das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und die KI-Zentren aus. Zudem schaffen wir eine exzellente, sichere Dateninfrastruktur nach europäischen Standards. Gaia-X ist Ihnen ja mittlerweile allen ein Begriff. Ein europäisches Cloud-System nach dem Vorbild des International Data Space aufzubauen, das ist unser Programm, um gerade auch der mittelständischen Wirtschaft eine leistungsfähige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Last but not least, wir gründen gerade die Agentur für Sprunginnovationen. Sie soll bahnbrechende Ideen in Deutschland aufspüren und daraus Produkte machen und damit neue Märkte erschließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können sagen, wir gestalten dieses Land. Unser Land, unsere Zukunft. Das ist unsere Gestaltungsaufgabe. Und diesen Weg können wir nur gemeinsam gehen. Auf diesem Weg brauchen wir jeden in unserer Gesellschaft. Jeden Menschen mit seinen Talenten, jeden Menschen an seinem Ort. Menschen, die Lust haben, sich auf Neues einzulassen. Menschen, die lernen wollen. Menschen, die diese Welt verstehen und gestalten wollen. Großmütter, die mit ihren Enkeln per WhatsApp chatten. 50-jährige Fachkräfte, die sich in neuen KI-Technologien fortbilden. Aber auch junge Menschen, die wissen, dass man das Smartphone mal weglegen muss. Lassen Sie uns ein Land werden, das optimistisch in die Zukunft geht. Wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen dafür. Ich bin froh, dass uns die OECD in dieser Woche bestätigt hat, dass Deutschland in der Bildung im internationalen Vergleich gut aufgestellt ist. Gerade in der Aus- und Weiterbildung und in der MINT-Bildung sind wir Spitze. Und trotzdem haben wir noch Luft nach oben. Wir brauchen noch mehr Fachkräfte. Im 50. Jahr des Berufsbildungsgesetzes sind die berufliche Bildung und die duale Ausbildung wichtiger denn je. Und mit der BBIC-Novelle unterstreichen wir das. Auch beim Digitalpakt in den Schulen geht es vorwärts. Die ersten Gelder werden gerade abgerufen. Und auch mit den Wissenschaftspakten haben wir in diesem Jahr finanzielle Sicherheit und Planbarkeit für unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen, für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Hochschulen geschaffen. Und im Übrigen für längere Zeit als je zuvor. Und ganz aktuell, mit dem Tenure-Track-Programm haben wir gerade heute Mittag unser Ziel erreicht. Der zentrale Impuls für mehr Planbarkeit und Transparenz im Karriereverlauf von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist gesetzt. So locken wir die Besten der Besten zu uns und so machen wir Deutschland stark für die Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau vor einer Woche haben wir das Futurium eröffnet. Dieses spektakuläre Zukunftshaus liegt gleich hier um die Ecke. Im Futurium kann jeder sehen, Bildung und Forschung sind unsere Stärke. Deutschland ist und Deutschland bleibt das Land der Erfinder, Tüftler und Denker. Wie groß die Herausforderungen auch sein mögen, wir gehen sie an. Und in diesem Haushalt können Sie erkennen, eine nachhaltige soziale Marktwirtschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Zukunftschancen für jeden. Das alles liegt uns am Herzen und diese Aufgaben gehen wir an. Herzlichen Dank.